Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Nabu hier. Willkommen zurück zur Pokémon Günther, The Broken Story. Wir sind noch im Fragezeichen-Mans Story. Es sind schon wieder dabei, eine der längsten Stories draus zu machen. Mann, liegt er da schon lange am Boden. Hi, Ash, wach auf. Muss ihn schnell, genau. Ja, ruhig wir da, dass wir sollen raus aus dieser Klemme. Nein, vielleicht ist das, auf das wir gewartet haben. Ich heile deine Pokémon. Und ich will nichts dafür haben. Was? Wie kann ich deine Pokémon? Ich weiß nicht, du weißt nicht. Ganz sanft leg ich's auf den Tisch. Dann wird's erstmal aufgefrischt. Und dann. Tschüss! Ende, mehr geht nicht bei mir. Was ist los schon wieder? Hä? Diese Story wird wieder. Ich bin eine Minute in dieser Folge drin und bin schon wieder komplett verwirrt, weil alles komplett random ist, was bisher passiert ist. Warum sieht dieser Ort aus wie eine Ruine und was ist mit Hansa? Ich mach mit dem Deal, den du nicht ablehnen kannst. Ein Deal geht mit Gelass zurück und lass ihn in Frieden. Du kümmerst dich so sehr um das Wohlergehen deines Partners, was? Gib ihn zurück! Nur unter einer Bedingung. Du musst mich in einem guten Pokémon-Kampf besiegen. Was ist der Haken? Verlierst du, verliert dein Pokémon sein Leben. Nein, ich nehme Herausforderungen an. Weiße Wahl. Digga, das ist ein Weißwahl. Dieses Ding sollte ins Spiel schaffen, aber wo ist das WC? Was hat man sonst bei der RPG? Das Game hier sollte Pokémon Mystery Dungeon Darkness in the Heart heißen. Okay, das ist gut zu wissen. Ey, jetzt mal im Ernst, der Name ist saugeil. Der Name ist saugeil, das ist genau das, was ich ewig gesagt habe. Das ist eigentlich der perfekte Name, den man nehmen könnte für meine erste Geschichte, anstatt einfach Pokémon Mystery Dungeon Varus Edition. Ich suche da die ganze Zeit schon nach einem gescheiten Namen. Und ich glaube, ich habe ihn gerade gefunden. Oh, warte. Die Stelle kennt man doch auch. Aber Leute, da. Aber ich denke, hier ist das Finale von Fragezeichen Man Story. Also los! Los, Leute! Du hattest nie eine Chance. Warum glaube ich, dass schon wieder die Musik von dem Kampf fehlt? Drei Pokémon. Beginnt mit Chillast. Level 12. Aber kein Schatten-Pokémon. Aber ich hab ja nur das. Ich hab nur Hydropi, ne? Hä? Das Glurak hat der mir doch. Der Polizist hat mir doch Glurak abgenommen! Bin ich gerade behindert? Der Polizist hat mir mein Glurak doch abgenommen! Wieso hab ich das noch? Ja, gut. Ich glaube aber echt, hier ist wieder die Musik leider falsch und ich habe irgendwie beim Modden was verkackt. Hydropi kriegt ein Level. Ein Flemly. Ja, da ist Hydropi jetzt meine Wahl. Hat der jetzt alle drei Starter? Obwohl, das, also hier war ja Chillast anstatt Gekkadon sonst genau die Drittgen-Starter, aber ich habe ja Hydropi, also kann der das ja wohl schlechter. Level 6, Alter, wie einfach. Also wenn ich jetzt sage, sein letztes Pokémon ist ein Endivie, wäre das einerseits, wenn es stimmt, krass, andererseits unpassend. Ach, hat doch ein Hydropi. Ja, er hat direkt auch nicht so die Schnitte gegen und bei dem Levelunterschied. Was soll denn sein Hydropi da machen? Fast One-Hit. Ja, schön. Sehr gut, Hansa. Ich glaube, Leute. Ich habe einen guten Witz. Wie nennt man's, wenn der Typ springt? Lufthansa. Was mache ich hier?
Ignoriert das, vergesst, dass ich das Wort gesagt habe. Moin. Köstlich. Ja, sehr schön, dass das köstlich ist. Hier war doch keine Statue, ne? Das heißt, daran kann es nicht liegen, hä? Kann nicht mehr laufen? Jetzt wieder? Bin anscheinend wieder aus Versehen ausgetappt. Zur Sicherheit lieber speichern. Köstlich. Muss ich weiter nach hinten gehen? Warum gibst du mir nicht Chillast? Habe ich dieselbe Situation wie mit Sans? Bei Sans hatte ich ja auch das Problem, dass es durch irgendeinen Bug einfach nicht weiterging. Hier kann ich nicht rein. Ich kann hier nirgends rein. Die Pokémon-Liga ist für immer geschlossen. Ach, das ist die Liga, lol. Das kann ich gar nicht lesen. Hier steht ein Baumhaus. Hahaha. Ja, hä? Jetzt mal for real. Bin ich wieder in so einer Situation? Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass das gerade auch der letzte Kampf war in dieser Story. Hier ist das Yu-Gi-Oh! Kampffeld, das man auch schon mehrfach gesehen hat. Dieser Raum besteht aus random gespammten Dingen wie Schiffen und Flugzeugen. Ja, ich will jetzt eigentlich schon ganz gerne die Story hier fertig bekommen, aber ich sehe nicht, was ich falsch mache. War hier irgendwie doch eine Statue und ich bin gerade blöd? Nee. Weil wir wissen ja, dass man immer erst mit den Statuen reden muss, bevor es weitergeht. Aber das ist nicht der Grund. Oh, Musik. Achtung, piep. Übrigens, warum musste ich ihn jetzt einfach von hinten ansprechen? Köstlich. Nun gib mir schon Chillast zurück. Hast du ihn gar nicht bemerkt? Ich hab dich angelogen. Chillast ist tot. Was? Wenn du mir nicht glaubst, dann schau dir den zerstörten Pokéball an. Hä? Chillast. Und solltest du noch immer zweifeln, ich hab hier auf mein Handy geschrieben. Was? Chillast. Hätte ich nur nie beschlossen herzukommen, ich war so ein Egoist. Ich wollte doch nur meine Heimat wiedersehen, wo ich aufgewachsen bin. Aber hätte ich gewusst, dass ich beim Herkommen dich für immer verlieren würde, wäre ich nie hergekommen. Ich wäre bei dir geblieben. In guten Zeiten und schlechten Zeiten. Ist das dein Ernst? Chillas, ich hoffe, du kannst meine Entschuldigung annehmen. Dann warte eine Sekunde. Es beginnt langsam aufzuwachen. Mark, kannst du mich hören? Du träumst. Chillast, das Abenteuer, was ich mit ihm erlebt habe von damals, war nicht echt. Nichts davon ist wirklich passiert. Das heißt ja, ich schlafe. Zu diesem Zeitpunkt bin ich dann aufgewacht und mein Gehirn und meine Seele waren sich einig, Chillast hat nie existiert. Aber mein Herz kannte die Wahrheit. Und irgendwann werde ich zur Wahrheit zurückkehren und Chillast retten. Das verspreche ich dir. Denn das sagt mir mein Herz. Ende. Oh, jetzt diese... mit der Musik der Titelbildschirm. Okay, das Ende der Story war jetzt zwar ein bisschen random, aber ganz geil. Aber stimmt, das ergibt Sinn. Denken wir doch an Chillasts Story. In seiner Story ist er schließlich gestorben und am Ende an einem Punkt irgendwo in Erinnerung von Mark gelandet.
Und genau das ist jetzt auch passiert. Okay, das war ein cooles Ende. Aber damit ist auch Fragezeichen-Mans Story abgeschlossen. Und jetzt kommen wir zur letzten normalen Story. Das Hauptspiel kommt als letztes. Wir spielen. Chillast abgeschlossen, Fragezeichen mal abgeschlossen. In Kombination wirklich sehr cool. Pixelmatch-LP, ein bisschen lang, aber auch lustig. Günther kann ich mir halt am besten hineinversetzen, war deshalb mein Favorit. The Lost Worlds. Mein Name ist Min und ich habe meine Freunde verloren. Shiggy und Lord Lucario. Und jetzt gucke ich mit Glumanda, der seinen Freund verloren hat, aber... Sein Freund Kanimani schläft in einem Kristall. Wenn wir ihn nicht bald aufwecken, schläft er für 100 Jahre. Als wir gehört haben, dass Shiggy in der Nähe von einem Casino gesehen wurde, sind wir da hingegangen. Wo ist Shiggy? Ich kenne keinen Shiggy. Sicher, dass wir Shiggy hier finden? Ja, weil das ist die einzige Information, die wir haben. Stimmt er auch. Minun erhält Minun, Alter. Und Glumanda. Kauf Game Coins. Ich mag Arcade Games. Du bist offensichtlich ein Stück Scheiße. Ich kenn kein Shiggy. Ich kann nicht aufhören. Zum Glück ist bald Weihnachten. Ja, sehr schön. Ich nehme mal die Tür hier hinten. In die Lagerhalle. Casino-Musik einfach am Start. Sehr schön. Soll ich hier irgendwas finden? Den Schalter kann ich nicht drücken, wenn das überhaupt einer ist. Habe ich hier gerade schon 80 Mal probiert. Kiste. Was? 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 Shiggy, was tust du unter der Kiste? Ich spiele Sonic nicht! Nee, ich versteck mich. Warum? Kommt unter die Kiste, ich erklär's euch. Aha. Wow, hier ist mehr Platz als aussieht. Minun, du erinnerst dich noch an Ordoch, richtig? Ja. Sie hat ein Portal in eine andere Welt geöffnet und Lucario... Und ein Pokémon in einem Kristall mitgenommen. Das ist kein Mani, ich bin mir sicher. Das heißt, wir müssen durch ein Portal gehen, um sie zu retten. Das wird nicht einfach. Ordoch und die anderen Pokémon sind bei einem werden kontrolliert. Beim mysteriösen Pokémon? Ja. Missing Now! Ja, das Pokémon hat versucht, mich zu fangen und für immer einzufangen. Also, ich hab Pichu gesagt, dass Shiggy im Casino ist. Warte, wenn jeder weiß, dann heißt es, Minun hat Shiggy erhalten. Es war eine Falle. Ja. Pichu, wie konntest du mir? Ich bin mein Meister, so dass er krass werden kann. Nee. Okay, haben wir sie. Hä? Schmeißen wir sie in den Vulkan, anstatt sie zu bekämpfen. Tschüss, Leute, mit denen ich eine gute Zeit hatte. Kannst du vielleicht aufhören mit diesen frühen Enden? Nö. Weiter. Leute, raus hier. Hä? Pichu, warum hilfst du uns jetzt? Ich glaube, ich bin wirklich vor, ich werde von irgendwem kontrolliert.
Ich kann niemanden umbringen. Pichu. Warum ist der erste Buchstabe klein? Pichu, wo gehen wir jetzt hin? Einfach dem Zug folgen, da sollte ein Portal sein. Hier ist irgendwie da ein. Das Portal ist Dings. Los, springt auf den Zug. Scheiße, sie da nicht kommen. Warte, was passiert hier? What the fuck? Was willst du von uns? Wir haben gerade Gilde eröffnet. Wir wollen eure Welt zerstören. Was? Wir erlauben dir das nicht, oder doch? Guck dir diese schwachen Pokémon an. Die waren zu schwach, ihre Freunde zu retten. Lucario. Es heißt Lord Lucario. Wie konntest du vom Kristall aufmachen? Das ist unmöglich. Und das Lucario ist halt einfach scheiß Rio, die da hinten. Ich war wütend, weil jemand hat meinen Namen falsch gesagt. Und jetzt, ja. Lucario, Alter. Falsch! Lord! Lucario. Na, passt nicht rein, dann nenne ich einfach nur Lord! Okay. Diese Musik! Was bringt dir rechte Hand, wenn du alleine kämpfst? Du dummes Opfer, verpiss dich und stirb! Die Musik ergibt keinen Sinn. Let me aber diese Story ist so bisher am Anfang leicht verwirrende Lord. Ich hab keine Ahnung, ob es einen Fehltyp gibt, aber wenn ja, dann wäre der Switch jetzt scheiße. Und wenn nicht, dann war der Switch gut. Und das Ding benutzt sowieso nur Holder. Und ich hoffe, ich trigger euch auch mal. Ich wollte nicht auf Pokémon drücken, das dauert viel zu lange. Ich krieg hier gleich Aggression wegen meiner Verwirrung, Alter. Also jetzt der im echten Leben. Du hast keine gescheite Kampfattacke. Geh dich vergraben, du Lauch. Und der Heiler wird dich auch nicht mehr retten. Und die Musik ist immer noch unpassend. Und warum bist du jetzt auf einmal schneller und benutzt eine sinnlose Attacke und die KI will immer noch sterben? Und hey, ich hab gewonnen. Oh Gott, was war das? Ich krieg ja Anfallburger. Was ist passiert? Du wolltest uns umbringen? Achso, ich verstehe. Danke, jetzt kann ich mich an alles erinnern. Ich vermisse euch alle und ihr seid in Gefahr. Hust, hust. Alles okay? Nee. Ich werde bald sterben, aber... rettet alle Pokémon-Welten. Müsst einen Computer finden und einen... Hasbiro heißt das. Und ja. Nee, hä? Warte. Das ist, Die Welten sind bald tot, sie ist tot. Wir müssen uns beeilen. Also bist du auch hier... Nein, ich bin aus Versehen hier. Ich hab nicht weiß, wie man kämpft. Warum denkst du, wenn ich in Smash... Weiß ich nicht! Ich würd's gerne wissen! Du nervst! Was ist das alles? Keine Ahnung, wir müssen hier kämpfen. Was ist hier los?
Hä? Also, David Sandman hat mir schon gesagt, das ist nicht schlimm, dass Pixelmatch diese Story und die von Fragezeichen noch nicht spielt, weil die ergeben keinen Sinn. Jetzt sehe ich genau, was er meinte. Das hier ergibt keinesfalls Sinn. Und du willst mich gerade. Euch trefft zumindest an. Die Sache ist dir, wird weiter auf Sandwirbel gehen. Ich hoffe, dass ich ihn bald down krieg. Weil wenn der mir einfach nur die Hölle reißt. Ach nee, jetzt benutzt er rechte Hand. In der letzten Story war. Oh, warum konnte ich? Diagnose Autismus. Wäre ganz nice, ihn wegzuhauen. Leck mich. Ach, das Ding kann auch angreifen. Ich bin jetzt ruckzuck, da kannst du nicht schneller sein. Rechte Hand hat doch keine Prio, oder? Ja, gewonnen. Niemand kriegt ein Level Up, das Opfer. Und Lorit auch. 65 sind nicht viel. Gerade so auch das Level. Wir haben es geschafft. Ich würde das nicht so viel sagen. Hat dieses Ding alles eingesaugt? Was passiert hier? Ja, ich glaube, ich sollte mich vorstellen. Ich bin Missing No und ich werde euch alle umbringen. Leute, wir müssen uns umbringen, Missing No greift an. Ich glaube, da ist die Antwort. Bleibt in der Nähe vom Portal, ich spüre eine starke Energie. Und warte, zwei Leute sind hier, wie ist das möglich? Kommt nicht näher, er ist stark. Dieses Design, Alter, das ist das erste Mal, dass man das so sieht. Es ist schon mal gut zu spielen. Lösch diese Welt. Bleibt. Niemanden. Niemanden! Wir geben nicht auf. Ich habe keine Resignation nicht. Ich höre so nichts zu sagen. Die Hoxes lassen meine Freunde frei. Nein, ich brauche dich für einen großen Plan mit komischer Musik. Diese Story ergibt keinen Sinn! Was tust du hier, die Hoxes? Hast du dich mit Düsseldorf verbunden? Allies sind scheiße, nee, Geschäftspartner würde ich's nennen. Ich hab echt keine Ahnung, was jetzt vor sich. Ich liebe! Glaubt ihr wirklich, ihr könnt mich aufhalten? Du wirst sie, lass das Pokémon im Kristall frei. Nee. Ich hab nur ein Zeit, nur High, Missing No. Sei das nicht. Die Welt hier existiert nicht mehr wegen, das ist nicht, was ich sagte. Das heißt, wenn ich diese Welt verlasse, ist die Welt hin, dann weiß ich, was ich zu tun habe. Ende, hör endlich auf damit, das ist erst Ende, wenn ich es sage, dann okay, aber mir ist langweilig, ja. Ich bin hier neu im Job, was soll ich tun? Setz die Geschichte fort, verdammt. Tut mir leid, Leute, schnell ins Portal und was, geil, dafür ist keine Zeit mehr. Ey, er hat die Welt ohne uns verlassen, das heißt irgendwie, ich kann jetzt Dimension öffnen. Gut, bin ich froh. Aber die andere Frage ist, warum nimmst du dieses Kanimani mit? Überraschung. Puh. Ein kleines Pika, warum hast du das getan? Du weißt, dass du die Welt nie wieder sehen wirst? Ja, ich weiß, ich hab das gemacht, um uns alle zu retten. Ah ja. Ja, ich bin anscheinend der Schlüsselcharakter zu der Welt gewesen. Ohne mich gibt's die Welt nicht. Ja, das ist klar. Und ja. Das heißt, wenn Missing No nicht mehr existiert, weil er in meiner Welt war. Warte, das heißt, wenn wir loswerden. Und mit ihm Kanimani. Tut mir leid, aber. Es war der einzige Ausweg. Ich selbst habe durch die Aktion all meine Freunde für immer verloren. Du hast Freunde?
Ja, sie wurden auch zu Kristallen. Ich konnte sie nicht befreien. Wir sollten gehen. Aber wir wissen nur, wie wir zum Hasbiro kommen, nicht nach Hause. Ja, dann gehen wir weiter. Vielleicht weiß sie, wie wir zurückkommen. Warum ist jetzt hier noch ein Vulpix namens Sunray? Reichen Lord Ecke nicht. Warum ist hier niemand? Wir gucken für einen Weg zum Portal um. Schnauzen! Und ja, wir wollen nach Hause. Das ist das Zweitverrückteste, was ich heute gehört habe. Gehirnüberlastung. Ich glaube, er ist tot. Was sollen wir jetzt tun? Er sucht das Portal, ich bleib beim Vulpix. Okay. Okay, du willst nicht mit uns kommen. Hier gibt's dann keinen Weg mehr zurück. Ist mir klar, aber das Vulpix fühlt sich so vertraut an. Ich will auf keinen Fall zum zweiten Mal wen verlieren. Ja, okay. Ja, danke. Wie konnte ich nur... Was? Wie konnte ich nur meine beste Freundin umbringen? Hä? Ich hab keine Idee, worüber du redest. Lüg mich nicht an, du steckst doch mit Missino unter einer... Missino, sag mich doch, wir werden bezahlen, bis ihr meine Freundin umgebracht habt. Gib's zu, tot. Sie sagte, Missino denkt, das wäre möglich. Wie konntest du überleben? Ich dachte, du seist tot. Der Typ sieht nicht freundlich aus. Nur weil ich noch hungrig bin, kann ich nicht einfach furchtbar in den Weg gehen. Ich hätte es wissen müssen und hoffen, ihr seid alle in Ordnung. Wie nun? Wo bin ich? Ah, du bist aufgewacht. Wir sind in irgendeiner Stadt. Wieso hast du mich hier hingebracht? Willst du mich hier umbringen, wie meine Freundin Minun? Ich will dich beschützen. Ich dachte, ich habe die Musik erkannt, aber nein. Ich wollte hier dich wohin bringen, wo Missing No vielleicht nicht hin kann. Warum helft ihr mir? Ich habe euch angegriffen. Wir sind ein Rettungsteam. Du Opfer. Danke. Ich werde mich um sie kümmern. Er sagt vielleicht nicht, wie ich hierher kann. Ich habe keine Ahnung. Inzwischen, ich verstehe gar nichts. Ich weiß nicht mal, welcher Charakter welcher ist inzwischen. Die haben alle irgendwie 80 Namen. Es war viele Jahre her nach dem Wunder und war in der Winternacht hatte das eine Enkelkind namens... Leck mich, das spreche ich nicht aus. Und ich habe eine Bildzeitung bekommen. Und dann, ja, ich weiß nicht, aber ich hoffe, mein Enkel ist in Ordnung. Dachtet ernsthaft, die Rückblende ist lang? Nee, ja, wäre ich nur in der Gilde, wo ich mit den anderen Pokémon... Währenddessen bei Missing Out. Verdammt, ich komme nicht in diese Welt rein. Anscheinend ist sie fehlerfrei. Das ist möglich. Ja, die hat das dummes Reingucken und Fehler auslösen. Ich habe eine bessere Idee. Fortsetzung folgt. Das ist noch immer nicht das Ende. Habe ich auch nicht gesagt. Mit welchem Profi arbeite ich hier überhaupt? Deoxys, wie bist du hier reingekommen? Wo bist du vor allem? Ihr habt mir jetzt hier Kristall. Wir haben euch vertraut. Ja, ich weiß. Wir haben euch vertraut, dass ihr nicht böse seid. Ihr werdet es bereuen. Ja, macht. Stopp. Was? Sie haben mir geholfen, als ich nur von Wut kontrolliert war. Sie sind nicht böse, außer Deoxys. Dann uns alle auf ihn und seine Freunde hetzen. Wir müssen zusammenhalten. Warte. Hier läuft alles außer Kontrolle. Aber ich muss flüchten. Wow, danke, dass ihr uns vertraut. Aber wir müssen jetzt Deoxys und Missing No aufhalten. Wartet jetzt mal eine Sekunde. Wenn das hier alles vorbei ist, wird meine Freundin wieder lebendig sein. Ich weiß nicht, ich versprech's. Danke. Verdammt! Ich kann mir immer noch nicht rein. Ich hab vielleicht was gefunden. Mario Galaxy, wir waren jetzt in so vielen Welten und immer noch kein Computer in Sicht. Ist das da drüben keiner? Ja.
Stopp, warum wollt ihr den Computer benutzen? Jeder ist in Gefahr und dieser Computer ist unsere einzige Hoffnung, bei Haspirot zu erreichen. Ja, dann raus! Ihr benutzt meinen Computer nicht, um einen anderen Virus zu erschaffen. Wir wollen mit Haspirot reden. Wer bist du? Du kennst uns nicht, wir sind... den Comic habe ich nie gelesen. Den Comic habe ich gelesen, der ist cool. Curtis aus Pokémon Mystery Dungeon Guardians of Hope. Hast du vielleicht gedacht, ich habe den nicht gelesen? Fragezeichen, man. Falsch gedacht. Du findest keinen Mystery Dungeon Comic, den ich nicht gelesen habe. Und das ist unser Computer. Wir wurden besiegt, aber fast den Computer nicht an. Hey, wir haben nicht mal gekämpft. Was passiert hier? Ach nee, das ist der Falsche, die beiden Dedi oder... Hä? Nee, hä? Warte, wurdest du doch noch nicht besiegt und ich muss dich bekämpfen, oder hä? Oh, lol. Ich hab noch gar nicht gesaved. Konnte ich überhaupt schon saven? Kann sein, dass wir bisher nur gelabert haben in diesem Spielstandgefühl. Bleib weg vom PC. Oh Gott, nee, ich muss wirklich dieses ganze Team aus dem Comic bekämpfen. Ich muss das ganze Scheiß-Team aus dem Comic bekämpfen. Ich kenne jeden Charakter, Alter, vergesst es. Nein, das war der erste Comic, den ich zum zweiten Mal gelesen habe sogar. Und ich glaube, habe ich ihn auch schon dritten Mal gelesen? Weiß nicht. Schade, dass die Fortsetzung abgebrochen wurde, muss ich sagen. Aber ich verstehe die Gründe wieder. Hatte der es geschrieben hat. Wenn ich weiß, wovon ich rede, guck einfach auf und warte. Ich glaube, der war auf Smash Genius und nicht auf Deviant auf. Ist auch kategorisch, sucht den Comic auf Google, ihr findet ihn. Und ich kenne auf jeden Fall auch dieses Team hier. Aber okay, man muss sagen, dass man, er hätte eigentlich, jedenfalls von dem, wie es aussah, ach scheiße. Von dem, wie es aussah, wirkt so, als würde ein Pokémon fehlen, das es deutlich schwerer gemacht hätte. Ich hab niemanden gescheiten gegen den Raichu, ich bleib drin. Okay, nur Level 4. Gegnerblitz! Crit! Warte, es kommt halt nur physisch. Das ist kacke. Das ist so kacke gerade. Hä? Ist das durch Paralyse? Und hier steht nicht, dass ich den Paralyse nicht angreife, sondern einfach nur verfehle, oder? Oh Gott, das macht nichts. Aber ich werde mich auswechseln und einfach unnötig den Anders Damage nehmen lassen. Dann krepiert Lord halt. Paralyse. Den hat nichts, das jetzt gewesen war. Ja, Alter, Lucario überlebt Rex! Lol, ein Kacke übrig und ein Crit. Ich hätte nicht gedacht, dass der den noch down kriegt. Anfang, Alter, diese Pokémon sind so schlimm gerade. Was hab ich denn gegen Anfang? Das Einzige, was zumindest neutral angreifen kann und neutral getroffen wird, ist Lumanda. Aber solange die Level so sind, Alter! Dieses Muster ist auch nicht dein fucking Ernst! Lumanda, warum bist du so nutzlos? Oh.
Leute, ich hab keinen Bock, aber das dürfte das letzte Elektro-Pokémon sein, wenn ich gerade nicht den Comic falsch im Kopf hab. Warte, es müsste noch kommen. Das ist das dritte Pokémon, das noch sind vom Team, dann fehlen normalerweise nur noch Ich hab grad die beiden Pokémon vermischt. Evoli und Serpifeu. Eigentlich im Comic ist auch noch ein Shaman dabei, das ist aber offensichtlich hier nicht im Team. Aber Fragezeichen, ist das eigentlich beabsichtigt, dass das Shaman nicht dabei ist? Ich meine, es wäre noch ein Platz im Team gewesen. Hast du gedacht, dann wäre der Kampf zu schwierig? Scheiße, ich hätte jemanden da noch gegen Wertvoll gebraucht, ich voll Idiot. Okay, Ampharos ist raus. Oh, Alter, diese Paralyse. Dieser Kampf ist so nervig. Ich hätte den in der nächsten Folge machen sollen. Aber die Musik ist ja cool. Ja, Evoli, habe ich ja gesagt, komm. Ich habe keinen Kampf, was hat noch die Kario, also ist scheißegal, aber ich gehe jetzt trotzdem mit dem drauf. Und zwar wortwörtlich. Der wird das nicht überleben. Jedenfalls wäre das Evoli nicht gerade Level 2. Ist das er? Ach so, das sind alle. Alles klar, die KI. Die KI! Die KI! Ich hasse mal nur! Okay, die Kario ist vermutlich. Oh, ich glaube, ohne Kills hätte das halt nicht mal gereicht. Aber komm, das ist fucking Level 2 dieses Game. Ich hab grad nur Angst, dass das Wertvoll fucking hochgelevelt ist. Das ist immerhin der Hauptcharakter der Geschichte. Der Comic an sich muss ich sagen, war etwas eigen, aber wenn hier Mystery dann genug und auch die Comics, dann kann ich ihn euch empfehlen. Komm, ich muss es doch noch kriegen. Also es ist gerade echt knapp. Auf jeden Fall knapper als ich erwartet habe. Wenn jetzt halt echt noch das Shaman drin wäre, kannst du was? Kann es gut sein, dass ich euch verpasst hätte? Okay, nur noch der Pitoy. Doch Evoli bringt ja wohl nicht so viel Erfahrung. Ja. Sehr gut, der Shaman ist draußen. Nur Level 4, okay. Trotzdem auch viel ist nicht. Und wenn man es sonst noch mehr, wenn es noch da 4 Blatt oder Ranken gibt oder so kann, dann ist Shigi mein nächsten Hit tot. Nur ist tackled. Aber ich bin nochmal in der Distanz, weil ich find's echt geil, dass hier dieses Team drin ist. Ich würde gar nicht, dass den Comic auch kennen, obwohl, na okay. Ein paar Comics kennst du auch und das hier ist schon einer der bekannten. Als ob! Aber komm, das kann ich doch nicht mehr verlieren. Ich hab noch komplett unangedamaged das Pichu und das paralysiert und leicht angedamaged im Minum. Gegen dieses sehr tolle Opfer! Zeit, dass du vielleicht nicht ganz so ein Opfer bist. Crit! Alter, hoffentlich kann ich jetzt gleich aufhören. Egal wie weit ich von mal am Finale bin. Ich brauche unbedingt noch eine Pause. Stimmt, und das Barmelin hat auch gefehlt. Danke, wir machen in der nächsten Folge weiter mit Pokémon Günther. The Broken Story. Bis dann und ciao.